schlecht über diese Pandemie. Aber irgendwie find ich's gar nicht so schlimm. Ja, ja, mir ging's schon vorher scheiße und ich hab schon früher nichts zusammengebracht. Lockdown 1.0 war urfein, keine Frage, null Termine, außer schlafen oder baden. Der zweite ist schon schlimmer, nichts mehr Neues, außer dieser Anschlag, wie auch immer, mir geht's immer noch schlecht. Wenn's dir jetzt schlecht geht, weißt du, wie's mir eigentlich ständig geht. Und ich möchte das jetzt gar nicht unter die Nase reiben, weil sie ist einfach so. Machst du Sport, schläfst du genug, bist du süchtig oder traumatisiert? Ja, mach ich und nein, darauf achte ich sehr. Danke der Nachfrage. Der letzte Punkt könnte schon irgendwie stimmen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Allah wegkriegen soll. Ich würde mich eigentlich nicht als depressiv bezeichnen, aber ich merke gerade, dass ich immer recht traurig oder grantig bin, wenn ich versuche, objektiv aufs Leben zu schauen. Verdrängen kann ich auch recht gut. Schreib mal schöne Liebeslieder, da glaubst du kurz, dir geht's jetzt besser. Wenn's dir jetzt schlecht geht, weißt du, wie es mir eigentlich ständig geht. Und ich möchte das jetzt gar nicht unter die Nase reiben, aber sie ist einfach so. Und schön muss das Lied ja auch noch werden, wie konnte ich das fast vergessen. Vielen Dank an alle Beteiligten und ein großes Dankeschön an meine Eltern, dass aus mir trotzdem noch geworden ist. Und ich möchte das jetzt gar nicht unter die Nase reiben, aber